Hallo miteinander. Ja, ich bin schon wieder gefragt worden nach meinem Verlosungsvideo, was ich denn da mit meinen Nägeln gemacht hätte, was ich da drauf habe. Dann habe ich mir überlegt, ich könnte doch mal ein kurzes Anleitungsvideo machen. Und ich versuche mein Schwäbisch ein bisschen zu reduzieren, dass mich auch die Leute verstehen, die mit dem Deutsch nicht ganz so fit sind. Ja, ich habe ja wie gesagt Kackgrün und Pissgelb entfernt, weil ich fand die Farben für mich einfach absolut no-go. Habe jetzt die rechte Hand ein bisschen kürzer, bis auf den Daumen. Die linke Hand etwas länger, weil ich noch ein paar Pediküren zu machen habe und wenn ich dann rechts zu lange Nägel habe, dann komme ich da einfach nicht hin. Ich habe hier eins meiner Glitzergele verwendet. Und zwar richtiges, schönes, extremes, goldenes, feines Glitzer. Und habe das wirklich zweimal aufgetragen. Die erste Schicht eine relativ dünne Kontaktschicht und danach einfach nochmal drüber. Habe dann aber gedacht, so, also nur Gold wäre mir schon wieder zu viel. Goldanteil, dieses Gelb-Goldanteil. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja auch Aurora-Pigment hier, namens Aurora Borealis. Das sieht jetzt hier wieder unspektakulär aus. Und so habe ich das jetzt über das Gold drüber gemacht. Also je nachdem, wie man halt, in welchem Licht man ist, verändert sich die Farbe regenbogenartig, ohne ganz blass zu werden. Das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht ganz, weil hier gerade die Jalousie runtergegangen ist, weil die Sonne scheint. Wir wissen ja alle, dass wenn Sonne auf den Arbeitstisch kommt, das für die Gele nicht wirklich toll ist. So, und dann dachte ich mir, dann mache ich einfach mal ein bisschen was mit euch und ich verwende heute meine beiden Pinsel, den Glitzer im Herzen Vamp, Veggen Animal Free Manufactured Product, falls es jemand noch nicht geschnackelt hat. Und das hier ist mein Phönix bei Monika Huber. So, wie gesagt, ich möchte euch einfach nur kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Keine große Sache, wirklich nicht. Etwas cleaner, damit man es natürlich unterschiedlich erkennen kann auf schwarz und natürlich auf naturell, weil wir haben ja keine schwarzen Nägel, wir haben ja natürliche Nägel. Ich möchte euch nachher auch noch was anderes zeigen. Jetzt werde ich beide erst einmal mit Ultra Bond bestreichen. Die sind nicht gefeilt, weil das brauchen die nicht. Ich hoffe, ich bin heute einigermaßen im Bild und erkennbar, dass es scharf genug ist für euch. Wie gesagt, ich muss ja für jedes Video neu einstellen, mache ich aber für euch gerne. So, das gleiche natürlich auch hier am Farbrad. Und da braucht man gar nicht viel. Je weniger, umso besser bei diesen Plastiksachen. So, dann habe ich angefangen mit meinem Glitzer. Solange das Gerät noch aus ist, ist ja gar kein Problem. So eine Menge reicht erstmal vollkommen aus. Hier hinten ist nichts drauf. Wie gesagt, man macht es zweimal. Ich mache das aber jetzt natürlich nur einmal drauf, weil bei dem Kunststoff härtet es auch wunderbar in einer einzigen Schicht. Und der ist natürlich schön glatt. Das heißt, da kriegt man den wirklich sehr gut aufgestrichen. Immer so, dass er möglichst blickdicht ist.
Oh, damit meinem Glitzer natürlich jetzt nichts passiert. 30 Sekunden ab in die Lampe. Dann genau das gleiche bei diesem auch. Jetzt sieht man nur nichts, weil wieder die Lampe an ist. Warten wir geschwind. Das sind außer Sachen, die kriegt man erst nach und nach mit, wann welche Lichteinstellung dazu führt, dass man plötzlich nichts mehr sieht. Ich habe hier wunderschönes Licht über meinem Kamerastativ. Aber sobald natürlich die LED-Lampe leuchtet, ist vorbei mit lustig. Und ich möchte einfach euch das zeigen, wie so die Effekte rauskommen. Das könnt ihr übrigens mit jedem Glitzer machen. Jeder kommt wieder eine Idee anders raus. Und das sind halt wirklich ganz feine Partikel. Hat sich der Bursch wieder selbstständig rausgeschmissen aus der Sperre. Wenn ihr natürlich schwarz habt, dann ist es nötig, dass man einfach ein bisschen mehr nimmt. Und einfach nur ganz leicht mit dem Pinselchen drüber gehen. Gar kein großer Act. Das lasse ich jetzt zusammen mit dem für 60 Sekunden komplett durchhärten. In der Zwischenzeit mache ich natürlich meinen Pinsel sauber mit Cleaner. Es macht also auch nichts, wenn man in der Nähe vom Lichthärtungsgerät sich befindet, nur nicht in die Lichtschranke. Und wieder einsatzbereit. So. Dann kommt ein Versiegler ohne Schwitzschicht darüber. Es muss nicht viel sein, aber ihr müsst aufpassen, dass er keine Krümel ranbringt. Das würdet ihr auf jeden Fall sehen. Und das wäre natürlich auch wieder kontraproduktiv. Hier müsst ihr jetzt gerade nichts sehen. Das ist auch nur der Versiegler, der hier drüber kommt. Und der darf mit in die Lampe. So, das Goldene brauche ich nicht mehr. Das kann ich jetzt zudrehen. Dann brauche ich einen Pinsel. Muss immer gucken, wo ich bin oder wo ihr seid, vielmehr. Werde ich das Aurora Borealis Pulver einfach mal ablegen. Das reicht auch schon. Und nehme mir ein bisschen was, wirklich nicht so viel, wieder auf. Setze es auf und fange sofort das Massieren an, sobald es auf dem Nagel ist. Ich hoffe, ich wackel jetzt nicht so. Da sieht man dann, was passiert, wenn man nicht ganz so sauber gearbeitet hat. Das stört mich jetzt im Moment aber nicht. Ich möchte euch das zeigen wegen dem Effekt. Das hat jetzt so einen Gold-Rosé-Effekt. Ihr kriegt den Effekt zum Beispiel auch hin mit den Mermaid-Pigmenten. Wenn ihr ein Pigment habt, das ein bisschen Rosé drin hat, das dann auf Goldmetallic drüber machen. Kommt wirklich prima. Und jetzt komme ich mit einem ganz einfachen Zellettchen. Natürlich nicht richtig rüberrubbeln. Ihr wollt es ja nicht wieder weg haben. Aber es darf gerne quietschen. Also wie gesagt, hier war natürlich jetzt ein Härchen eingearbeitet. Ein fluffiges, feines Härchen. Das sollte nicht sein. Bei mir hat es ja funktioniert ohne Härchen.
Ja, also da sieht man es, das ist wunderbar glatt geworden. Ist halt wieder der Vorführeffekt. Aber wie gesagt, für so einen Vorführnagel ist es mir auch jetzt gerade Pups. Alex sagt immer Bums. Na, Bums ist es mir nicht, aber Pups. Weil bei Bums tut mir nämlich die Backe wieder weh. Das ist schlecht. So, dann kommt das Gleiche auch wieder hier. Sofort einmassieren, nicht erst verteilen und dann verreiben und dann einmassieren, sondern ich massiere sofort ein. Manche Pigmente müsst ihr wirklich einmassieren, wenn sie noch warm sind, wenn sie direkt aus dem Gerät kommen. Das hier, dem ist es auch relativ wurscht, wie ihr das macht. Jetzt nehme ich die andere Seite der Zellette. Und jetzt kommt der Chrom-Effekt richtig raus. Man hat trotzdem noch unten drunter ganz zart diesen Glitzer. Je nach Lichteinfall. Ich sage ja, wenn jetzt von dieser Seite hier mehr Licht kommen würde, würde man mehr sehen. Und es ist also wirklich spiegelig. Spiegelig, da sieht man meinen Fingernagel. Und je heller es ist, umso deutlicher sieht man das. Also so viel zu Glitzer und Pigment. Ich zeige euch gleich noch was anderes. Dafür starte ich aber ein neues Video, damit es euch mal nicht ganz so lange dauert.